Reinigung des Wasserhochbehälters Kapuzinerberg erfolgreich abgeschlossen. Die betriebliche Gesundheitsförderung spielt in der Salzburg AG eine große Rolle. Und Innovation Salzburg AG mit neuem Lernmodul in Schulen unterwegs. Das sind die Themen. Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel, das strengen hygienischen und lebensmittelrechtlichen Vorgaben unterliegt. Und aus diesem Grund werden die Hochbehälter der Salzburg AG am Kapuzinerberg und Mönchsberg regelmäßig gereinigt. Schauplatz Kapuzinerberg, allerdings nicht dort, wo alle hinkommen, sofern man eine kleine Wanderung machen möchte, sondern dort, wo man normalerweise nicht hinkommt. Mitten im Kapuzinerberg befindet sich einer der Wasserhochbehälter der Salzburg AG. 60 Meter über der Stadt Salzburg, mitten im Berg, wird das Salzburger Trinkwasser gelagert. Verantwortlich dafür ist Ludwig Steiger. Hier findet gerade die Hochbehälterreinigung statt. Das ist ein Vorgang, der alle 2 Jahre durchgeführt wird. Zum einen, um den Hochbehälter zu reinigen, und zum anderen, dass auch bauliche Mängel kontrolliert werden können. Gibt es Undichtheiten, gibt es Probleme mit der Betonoberfläche? Das kann alles im Rahmen der Behälterreinigung kontrolliert werden. Circa 1 bis 1,5 Tage dauert es, bis das gesamte Wasser aus dem Kavernenhochbehälter entleert wird, und danach geht es auch schon mit der Behälterreinigung los. Diese dauert in etwa 1 bis 2 Tage. Im Rahmen der Behälterreinigung wird vor allem Sand entfernt, der sich über die Jahre am Boden ablagert. Man kann sich das so vorstellen, dass das Wasser, das über Brunnen und Quellen hierher geleitet wird, ständig durch den Boden fließt und dort Sand mittransportiert. Dieser Sand lagert sich hier im Hochbehälter ab und wird alle 2 Jahre entfernt. Das ist eine 1 Zentimeter dicke Sandschicht, die sich am Boden ablagert. Die Reinigung erfolgt völlig ohne Chemie, ohne Reinigungsmittel, also nur mit reinem Wasserdruck. Wichtig ist auch, dass der Wasserdruck nicht zu hoch ist, denn sonst könnten die Betonwände des 130 Meter langen Behälters beschädigt werden. Kann es dazu Engpässen der Wasserversorgung in der Stadt Salzburg kommen? Es kommt zu keinen Engpässen. Im Hochbehälter Kapuzinerberg befinden sich 2 Wasserkammern. Währenddessen die eine gereinigt wird, ist die andere Wasserkammer in Betrieb und somit ist Redundanz gewährleistet. Nach knapp 4 Tagen ist der Hochbehälter wieder mit 25.000 Kubikmeter Wasser für die Versorgung der Stadt Salzburg gefüllt. Gesunde und zufriedene Mitarbeiter sind ein wesentlicher Faktor für den Erfolg eines Unternehmens. Die betriebliche Gesundheitsförderung spielt somit eine große Rolle. Die Salzburg AG geht hier mit einem guten Beispiel voran. Die betriebliche Gesundheitsförderung nimmt mittlerweile bei vielen Unternehmen eine zentrale Rolle ein. Auch die Salzburg AG versucht mit einem breiten Angebot von Lauftreffs und Yoga bis hin zu Rückenfitkursen die Gesundheit der Mitarbeiter zu stärken und somit Krankheiten am Arbeitsplatz vorzubeugen. Eine besondere Gesundheitsschulung gibt es in diesem Jahr für die Obusfahrer. An 24 Terminen lernen die Teilnehmer von einem Physiotherapeuten, wie sie zukünftig Schmerzen im Nacken- und Rückenbereich vermeiden können. Mittels unterschiedlicher Tests findet der Physiotherapeut heraus, wo die Ursachen für mögliche Beschwerden liegen. Klassischerweise Schulternacken. Das ist einfach aufgrund vom Sitzen, ist da wahnsinnig viel Spannung, weil die Position des Kopfes oft nicht in der richtigen Stellung ist im Vergleich zum restlichen Körper, und Lendenwirbelsäule trotzdem auch noch. Das Wichtige ist, sie lernen individuell für ihren Körper, für ihren Bewegungsapparat und für ihre Beschwerden Soforthilfen. Ich kenne natürlich genug Kollegen, die ähnlich unterwegs sind wie ich von der Zeit her und die vielleicht nicht zum Sport machen viel Zeit haben, die ja mit dem Übergewicht oft kämpfen oder anderen Sachen. Und ich glaube, da kann man wirklich sehr viel umsetzen davon. Mit einfachen Übungen zeigt der Gesundheitsexperte allen Teilnehmern leicht durchführbare Anleitungen zur Selbsthilfe. Das Wichtige ist, dass sie zwischen den Fahrten oder einfach ganz kurze kleine Bewegungen machen, dass der Körper das kriegt, was er braucht, nämlich sinnvolle Bewegung. Weil wenn er lang in einer Position ist, egal ob es jetzt Sitzen oder Stehen ist, also in dem Fall bei den Busfahrern ist es beim Sitzen, ist es so, dass der Körper einrastet und in einer Fehlhaltung verharrt. Und aus dieser Fehlhaltung sinnvoll ausbrechen, also einfach ein paar Bewegungen, Kleinigkeiten machen, das ist das, was sie beitragen können. Ich habe auf jeden Fall mitgenommen, man sieht seine Defizite, die man einfach hat nach den Jahren. Und es sind praktische Übungen, die man eben an einer älteren Stelle zum Beispiel oder natürlich zu Hause
gut umsetzen kann. Zusätzlich wird für jeden O-Bus-Fahrer der Fahrerstuhl ergonomisch richtig eingestellt und auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt. Jeder Fahrer hat seine persönlichen Daten auf einer Karte gespeichert und findet so schnell in die richtige Sitzposition. Und wir haben es jetzt so eingestellt, dass es möglichst ideal ist für jeden. Dass einfach das Verhältnis Kopf, Schulter, Nacken, Becken gerade ist und dass sie dann einfach da weniger Beschwerden haben. Man kriegt das sogar gezahlt bei uns. Ja, also das ist wirklich, wie wenn ich jetzt arbeiten würde. Ja, also ist ja das sehr entgegenkommend, weil hingehen könnte man theoretisch überall, aber wer hat die Zeit? Das ist schon eine irre Wertschätzung der Firma, von der Firma gegenüber den Busfahrern, finde ich super. Gesunde, zufriedene, motivierte und produktive Mitarbeiter sind das Erfolgsrezept eines jeden Unternehmens, wenn es darum geht, aktuelle und künftige Herausforderungen zu bewältigen. Pünktlich zum Saisonstart im alpinen Skizirkus macht sich auch der Skinachwuchs in Salzburg wieder auf die Bretter. Die Salzburg AG fördert schon seit Jahren sehr erfolgreich Nachwuchssportler des Salzburger Landesskiverbands. Wir haben eine Hoffnungsträgerin, nämlich die Anna Rauchmann, erst vor kurzem besucht. Mit 1,5 Jahren stand die Salzburgerin Anna Rauchmann zum ersten Mal auf den Skiern. Ihre Eltern haben sie motiviert, die ersten Schwünge zu ziehen. Heute zählt die 15-Jährige zu den großen Nachwuchstalenten des Salzburger Landesskiverbandes. Von Anfang an hat es mir gefallen und zum Rennsport bin ich zufällig durch ein Rennen in der Schule gekommen und das habe ich dann gewonnen und dann haben mich meine Eltern bei einem Skiclub angemeldet. Annas zweitgrößte Leidenschaft war das Trampolinspringen mit sehr, sehr vielen und großen Erfolgen. Nach dem Motto von Marcel Hirscher, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, konzentriert man sich jetzt nur mehr auf das Skifahren. Also ich hoffe schon, dass ich es als Beruf ausleben kann, aber das steckt so viel harte Arbeit und Training und alles hinter dem Ganzen. Und ich hoffe, dass ich mich auch nicht verletze und dass das alles nach Plan läuft. Harte Arbeit, die sich über das ganze Jahr zieht, denn schon im Sommer gilt es, sich auf die Wintersaison vorzubereiten. Ausgleichssport wie Laufen, Radfahren, aber generell das Konditionstraining sind hier wichtig. Im Winter angekommen geht es auch bei den Nachwuchssportlern ambitioniert zu. Wenn ich ein Rennen habe, dann stehen wir meistens gegen 6 Uhr auf, fahren dorthin. Dann gehe ich mich sehr oft, also 3-4 Mal einfahren. Dann gibt es eine Besichtigung, die ich meistens mit Skiclub-Trainer oder auch von meiner Schule durchführe. Und dann oben am Start wird sich aufgewärmt und der Lauf nochmal durchgegangen im Kopf. Und meistens habe ich nicht so lange Zeit, weil ich immer bei den Anfangsstarten dabei bin. Den Pokal, den habe ich bei meinem ersten Landescup-Sieg bekommen und der bedeutet mir am meisten, weil der Sieg war sehr unerwartet und das hat mich echt gefreut. Im Halbjahr 2019 wechselte Anna Rauchmann vom Salzburger Sportgymnasium in die höhere Lehranstalt für Tourismus und Ski in Bad Hofgastein. Ein ausführliches Porträt über Anna Rauchmann finden Sie übrigens auch in der November-Ausgabe der Lebenslinien, dem Kundenmagazin der Salzburg AG. Und wenn wir schon bei der Jugend sind, jetzt geht es um den Nachwuchs in der Salzburg AG, um die Lehrberufe. Grüß euch, ich bin der Franz Daniel, ich bin 24 Jahre und habe jetzt gerade bei der Salzburg AG meine Lehre als Anlage- und Betriebselektriker und Maschinenbautechniker abgeschlossen. Wir sind da jetzt in der Zentralwerkstatt der Salzburg AG, wo man einen großen Teil der Ausbildung verbringt. Da herinnen lernt man die grundsätzliche Bearbeitung von Metall, die verschiedenen Metalle auseinander kennen, sprich Metallurgie. Man lernt dann auch den Umgang mit verschiedensten Maschinen und man wird auch gebührend auf die Berufsschule vorbereitet. Wichtige Sachen, was man mitbringen sollte in die Lehre, sind Interesse generell an Arbeit, an Praktischer. Man soll was mit den Händen machen wollen, man soll sich für Elektrotechnik, für Metall interessieren und einfach wirklich ein Praktiker sein. Für die Salzburg AG als Arbeitgeber habe ich mich hauptsächlich deswegen entschieden, weil es ein großes Unternehmen ist mit breit gefächerten Interessen. Jedes Jahr wird ein Lehrlingsaktionstag veranstaltet und zusätzlich dazu auch noch ein Lehrlingsausflug. Nachdem wir in der Salzburg AG
ein großes Unternehmen sind, findet die Ausbildung nicht nur darinnen in der Zentralwerkstätte statt, sondern auch zum Beispiel in einem Umspannwerk oder in einem Kraftwerk. Wir sind da jetzt im Umspannwerk in Hagenau und da sind mehrere Arbeiten durchzuführen. Unter anderem gehört da die Schalterwartung dazu. Und zwar muss man dazu die Isolatoren reinigen von den Schaltern. Es müssen alle Klemmen und Schrauben nachgezogen werden mit einem entsprechenden Drehmoment, damit gesichert ist, dass die nicht aufgehen. Wir sind da jetzt im Heizkraftwerk Mitte, genauer gesagt in der Warte, von wo aus der Betrieb des Kraftwerks gesteuert wird. Da herinnen sitzen unsere Wärter an ihre Computer und sorgen dafür, dass alles läuft, wie es laufen soll. Wir befinden uns jetzt im Prüflabor, dem Bereich, wo ich in meiner Lehre relativ viel Zeit verbringe. Da herunten werden Sensoren überprüft, damit die dann später wieder in die SPS eingebunden werden können und überhaupt einmal ein Bild entsteht in der Warte. Ich habe nach der Matura an der AHS da in der Salzburg AG meine Lehre abgeschlossen und möchte jetzt noch einen Master machen, damit ich mich beruflich verwirklichen kann. Alle Lehrberufe finden Sie übrigens auch auf www.salzburg-ag.at/lehre. Wir wechseln jetzt zur HTL nach Hallein. Dort ist unsere Energieberatung mit einem sehr innovativen Lernmodul unterwegs, das aus der dritten Ausgabe der Innovation Challenge erfolgreich umgesetzt wurde. Was bedeutet schonender Umgang mit Ressourcen und wie beeinflusst das unsere Lebensqualität? Ein Thema, das schon in der Schule seinen Platz finden sollte. Mit dem Oberstufenschulprojekt Lebensadern geht die Salzburg AG genau auf dieses Thema ein. Neu ist das Augmented Reality Lernmodul Energized. In der HTL in Hallein testen Schüler zum ersten Mal den virtuellen Escape Room. Also konkrete Vorstellungen habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass wir da einige Rätsel zum Lösen haben. Wir haben da jetzt eben die Rooms schon aufgebaut und ja, was genau kann ich aber noch nicht sagen. Ich bin schon gespannt, was kommt. Also klingt schon sehr interessant und vor allem auch, was man da jetzt sieht an der Tafel, klingt schon sehr interessant und vielversprechend. Ja, also ich lasse mich da komplett überraschen. Die App Energized entstand aus der Innovation Challenge Nummer 3 der Salzburg AG. Es ist die spielerische Wissensvermittlung über Energie, Mobilität, Wasser und Kommunikation. Das Ganze funktioniert mittels eines Escape Room Szenarios und Augmented Reality. Also die Einbindung der realen Umgebung über die Tablet-Kamera. Nun, Lernen heißt ja nicht unbedingt Schweiß und Blut, sondern es darf ja auch Spaß machen. Und das Besondere dabei ist, dass wir das Wissen und die Informationen, die wir ja vermitteln wollen, die die Jugendlichen auch brauchen, auf eine Art und Weise vermitteln, die die Jugendlichen mögen. Mit modernen Medien, mit digitalen Medien, interaktiv und selbsterklärend. Und ich glaube, das ist das Geheimnis des Erfolgs. Hält man das Tablet auf ein zuvor angebrachtes Bild an der Wand, öffnet sich der entsprechende Escape Room. Wie in realen Escape Rooms gilt es auch virtuell, Rätsel zu lösen, um schlussendlich den Raum verlassen zu können. Dabei geht es knifflig zu. So muss zum Beispiel Wasser auf einen Heizkörper und einem Fenster gestellt werden, damit im später angelaufenen Fenster ein Code sichtbar wird. Den Jugendlichen gefällt die neue Art der Wissensvermittlung. Lösen von Herausforderungen im Team, über den Tellerrand hinausblicken und lernen, gepaart mit einer Emotion. Da bleibt das erworbene Wissen tief verankert in der Birne. Also ich finde es wirklich super. Also so ein Erlebnis haben wir selber noch nicht gehabt. Ich war auch noch nicht in die, sage jetzt mal, wirklichen Escape Rooms drinnen. Aber so als Spiel finde ich es auch wirklich genial gemacht. Da sind die Hauptinformationen eigentlich eingepackt. Es ist nicht voll viel Stoff, was man da macht. Aber ich denke, die Hauptpunkte kommen voll gut aus und man lernt schon viel dazu. Auch den Lehrern ist die Begeisterung der Schüler nicht entgangen. Womöglich wäre die App eine gute Ergänzung im Unterricht, um komplexe Aufgaben spielerisch zu lösen. Ließe sich sicher sehr gut machen bei uns, weil wir haben da viel Laborunterricht, wo wir kleinere Gruppen haben. Und so gesehen wäre das eine super Ergänzung, dass man das manchmal dann im Laborunterricht macht und dadurch Aufgabenstellungen, komplexe Aufgabenstellungen gemeinsam löst und viel Freude dabei hat. Die Teilnahme am Oberstufenschulprogramm Lebensadern ist kostenlos.
einfach online anmelden und das Wissen aus der Praxis mit den Schülern nutzen. Alle Informationen zur Sendung finden Sie natürlich auch im Internet unter www.salzburg-ag.at. Und weil wir gerade beim Internet sind, die Salzburg AG ist laut PC-Magazin bester regionaler Internetanbieter. Aus diesem Grund gibt es den Testsiegerbonus bei uns. Das bedeutet, Neukunden bekommen nicht nur 6 Monate gratis Internet und TV, sondern noch 2 Monate gratis dazu. Alle Internetkunden der Salzburg bekommen außerdem schnelleres Internet zum gleichen Preis. Viele Seiten der Salzburger Lebensqualität haben ihren Ursprung in der Salzburg AG. Wo sauberer Strom fließt und wo Wärme weiterdenkt. Wo Mobilität jedes Ziel erreicht. Wo ein ganzes Land vernetzt ist. Alles für zufriedene Kunden und alles aus einer Hand. Salzburg AG, wo Zukunft ins Leben kommt.